So, das ist der Drachenstartplatz. Heute ist Nordföhn. Schönes Wetter zwar, aber keiner in der Luft, keiner am Hang. Das sind alles Fußgänger, Radfahrer oder was weiß ich. Auch wenn er hier momentan von vorne kommt, der Wind gerade eben, der ganz oben ist ein fetter Nordwind und es geht heute bis zu 80 km/h. Das heißt, wir haben Wandertag und gucken mal. Und da hinten irgendwo, da ist Venedig. So, und das ist der Weststartplatz. Wir machen heute Startplatz gucken, da wir echt fetten Nordwind haben und hier an nichts anderes sinnvoll geht. Aber ja, hier würde man dann runterfliegen, sich dann irgendwie links halten. Grundsätzlich steht der Wind hier gerade gut an, aber in einer Dosis, die nicht gesund ist. Also, aber ein schöner breiter Startplatz. Kann man gelten lassen. Wir waren gestern Abend schon mal hier oben, das ist der Panettone-Stadtplatz. Da war alles in Wolken und hat ein bisschen genieselt und es gab Trockel. Das ist über Nacht alles wieder eingeschneit. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Wahnsinn, Wetter halt. Und da hier sieht man eine schöne Wolke, wie sie hochzieht. Da ist warme Luft. Und das Wolkenbild sieht auch sehr, sehr schön aus. Aber Nordföhn und richtig starker Wind. Ja, Panettone. Wind von hinten. Ja, unten nicht gut erkennbar. Bassano. Ist noch das Monument. Da bin ich gestern gar nicht. Und da oben ist noch das Monument, da bin ich letztes Jahr noch mal in der Richtung drüber gewesen. Sehr schön. Thermikwolken, hier, da geht die warme Luft hoch. Da geht sie ab, die Luzi. Steigen Sie ein, steigen Sie zu, hier kommt jeder mit. Ist das Monument von Monte Grappa. Wir sind jetzt am Panettone. Boah, windbündig aus Nord mit einem wenig gebrauchten Windsack, wie man sehen kann. Gestern Abend konntest du hier nicht sehen. Ja? Da waren wir in Wolken, aber es waren überall Krokusse. Jetzt ist hier überall Schnee. Ein Wahnsinn. Und letztes Jahr bei meiner Fly and Hike Tour bin ich da unten gelandet, bin dann da drüben den Berg hochgelaufen bis zu dem Monument, was man da drüben sieht. Mal reinzoomen. Bis dahin, und da bin ich dann gestartet. Das war auch spektakulär.